Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, auch hier im Bayerischen Landtag. Liebe Zuschauer, und damit ganz herzlich willkommen zu Plenum TV hier bei ATV. Heimat Bayern 2020, das war das Thema der Regierungserklärung von Heimatminister Markus Söder. In der 30. Plenarsitzung stellte er sein 25-Punkte-Programm vor zur Entwicklung des ländlichen Raumes. Und Basis dabei soll die Heimatstrategie sein. Die hatte er bereits im Sommer vorgestellt. Wir werden das Zeitalter der Digitalisierung und Globalisierung, die Herausforderungen der Demografie angehen und nutzen, um unsere bayerische Heimat im Kern zu bewahren, kulturelle Stabilität zu erhalten, aber neue Chancen zu eröffnen und weiter das Land der unbegrenzten Möglichkeiten in Deutschland zu bleiben. Das wird ein spannender Weg, meine Damen und Herren. Naja, das war eine Aufzählung von Einzelmaßnahmen. Uns fehlt es da eindeutig an einem Gesamtkonzept. Heimat bedeutet für uns als SPDler, dass sich Menschen auch zukünftig in ihren Regionen zu Hause fühlen können. In der Diskussion auch der zentralen Orte kommt neu dazu der Faktor, das Kriterium der Metropole. Und hier ist in der Regierungserklärung auch expressis verbis genannt, neben München, neben Nürnberg auch Augsburg. Der Ablauf einer Plenarsitzung ist seit vielen Jahren fest geregelt. Jede Partei erhält die gleiche Redezeit und zu Abstimmungen werden alle Abgeordneten hinzugerufen. Dass Politik aber auch subtil betrieben werden kann, das lassen jetzt die eingebrachten Änderungswünsche vermuten. Die Opposition zum Beispiel will den Hammelsprung allein auf die im Plenarsaal anwesenden Politiker beschränken. Und die CSU fände es gut, wenn man die Redezeit auf die Mehrheitsverhältnisse anpassen würde. Zur Redezeit ist uns einfach wichtig, dass jeder Abgeordnete in etwa die gleiche Möglichkeit hat, die gleiche zeitliche Möglichkeit hat, im Plenum zu sprechen. Dass ich meinetwegen die Belange der Region Augsburg, des Landkreises Eichach-Friedberg genauso gut darstellen kann, wie eben ein Kollege meinetwegen von den Grünen, von der SPD oder von den Freien Wählern. Das ist momentan nicht gegeben, weil eben die kleinen Parteien zum Teil fünfmal so viele Möglichkeiten haben im zeitlichen Umfang gesehen. Bereits jetzt ist es ja schon so, ich habe ja oft Sitzungsdienst, dass die CSU ihre Redezeiten nicht ausnützt. Und wenn sie jetzt sozusagen diese Redezeiten noch ausbauen möchte, dann frage ich mich, für was, ja? Arroganz der Macht, kann ich da nur sagen. Und das war schon wieder von Plenum TV hier bei ATV, liebe Zuschauer. Wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, am kommenden Wochenende zu unserem Monatsmagazin. Bis dahin, machen Sie es gut. Servus.